Ja, so, und dann geht's los. Jetzt. Mit einer guten Leistung. Ja, und die kommen jetzt hier schon gefährlich. Das könnte das 1-0 sein. Und da ist das Tor für Mainz. Und FSV Mainz 05 von der Nummer 11 erzielt. Dominik Wanner. Gerade jetzt ist bei denen gefühlt etwas Luft raus. Wieder der VfR allen. Bote, schöne Flanke. Und das Tor! Steffen Kienle mit dem 1-1. Kienle, Maschine, schlägt wieder zu. Punkt genau mit der 45. Minute. Und da rennt er zu Achim Hägele. Von Hermann. Stark gemacht, Alessandro Ambrosia, Tor! 2-1, Alessandro Ambrosia, ich glaub's ja gar nicht. Ja, scharfe Flanke, Ball auf Kienle. Steffen Kienle, oh. Riesenmöglichkeit. Jetzt aber immer noch am Ball, Steffen Kienle. Kienle, Hand, jawohl! Tor, das geht mal. Steffen Kienle mit dem Doppelpack oder was, ein Eigentor. Rennt direkt zu seinem Fanclub. Es ist komplett egal und der Fanclub eskaliert. Guter Ball auf Hermann. Und er hat jetzt Platz über die rechte Seite, Hermann. Salz und Botic in der Mitte. Ja, man bringt den rein. Schor Salz und da ist das. Jawohl! Schor Salz. Zucker für Uwe Wolf. Und Uwe Wolf liegt auf dem Platz. Und trotz Corona geschwächter Mannschaft. Achtung, Mainz kommt nochmal und erzielt das 4-2. Es war, glaube ich, ja, Dominik Wanner. Und da ist das 4-3. Das gibt's ja gar nicht. Ich nehme meine Aussage mit Ergebniskosmetik zurück. Schiedsrichter lässt immer noch weiterspielen. Hat ein bisschen muss er noch laufen lassen, ja. Aber jetzt müsste es gewesen sein. Jawohl! Der VfR gewinnt gegen die Zweitvertretung aus Mainz.